Für Ulrich Wolf keine einfache Zeit. Während sich der Leiter der Tischtennisabteilung des TSV Höfingen sonst um die Belange der Sportler kümmert, ringt der 59-Jährige in diesen Tagen um Fassung. Also es gab in der vergangenen Woche Nächte, da hätte ich nicht ins Bett müssen, weil schlafen konnte ich schlicht und einfach nicht. Das Kopfkino lief sozusagen immer weiter. Verständlich. Deshalb wollen Ulrich Wolf und Vereinspressesprecher Wolfgang Flieger mit uns darüber auch nur an einem neutralen Ort sprechen. Denn der Grund seiner Bestürzung ist schwerwiegend. Mehr als 10 Kinder soll der seit den 80er Jahren im Verein tätige Jugendtrainer sexuell missbraucht haben. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem 62-jährigen Tatverdächtigen bereits Beweismaterial gefunden. Aktuell sitzt er in Untersuchungshaft. Für die Vereinsmitglieder und Eltern ein Schock. Sei der Jugendtrainer nach Aussage von Ulrich Wolf doch nie sonderlich aufgefallen. Nach der Bekanntgabe des Verdachts steht das Telefon des Abteilungsleiters nicht mehr still. Also Eltern habe ich einige Anrufe bekommen, allerdings weniger von aktuell aktiven Jugendlichen, sondern eher von Eltern von Jugendlichen, die früher mal im Verein waren und die dann Angst hatten, dass das gefundene Beweismaterial möglicherweise jetzt auch Inhalte hat, das ihre Kinder betrifft. In Bezug auf die aktuellen Ermittlungen teilt uns die Staatsanwaltschaft Stuttgart heute schriftlich mit: Es ist derzeit nicht ausgeschlossen, dass sich die Zahl der Geschädigten im Zuge der weiteren Ermittlungen weiter erhöhen könnte. Daher möchten wir zum jetzigen Zeitpunkt über die genaue Anzahl noch keine Auskunft geben. Bei der Aufklärung des Verdachts liegt Ulrich Wolf vor allem eines ganz besonders am Herzen. Wenn die betroffenen Kinder jetzt Aussagen, dann erhoffen wir uns natürlich nicht nur, dass alles auf den Tisch kommt, sondern vor allen Dingen, und das finde ich wirklich ganz wichtig, dass sie dann auch die Chance haben, eine psychologische Betreuung zu bekommen, eine psychologische Hilfe, sodass dann die langfristigen Folgen möglichst eben nicht ganz so groß werden. Kommende Woche will sich der Verein in einer Sondersitzung mit dem Thema auseinandersetzen. Denn für die Mitglieder steht fest, sie möchten nicht wegschauen und dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert.